Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um eine Zuschauerfrage zum Thema Hundehaltung in der Mietwohnung. Folgende Zuschauerfrage: Sehr geehrter Herr Bredereck, laut unserem Mietvertrag ist grundsätzlich eine schriftliche Erlaubnis bei Haustierhaltung, Klammer auf, ganz allgemein einzuholen. Da wir gerne einen 40 cm großen, nicht haarenden Hund halten möchten und diesen als Therapiehund für die Arbeit einsetzen wollen, haben wir um Erlaubnis gefragt. Der Vermieter verneint dies aufgrund potenzieller Zerstörung des Hausflurs, Dreck, Zerkratzen des Dielenfußbodens und schlechten Erfahrungen. Sämtliche Nachbarn im Haus sind einverstanden und mitunter sogar begeistert. Könnten wir trotzdem was tun oder müssen wir umziehen? Ja, ich hatte das Thema Tierhaltung hier schon ganz oft in verschiedenen Videos besprochen. Vielleicht gucken Sie sich die nochmal an. Aber hier, ich habe die Frage nochmal rausgesucht, weil wir in letzter Zeit wieder mehr Nachfragen hatten und ich das hier ganz gut zusammenfassen kann, weil diese Frage nämlich verschiedene Probleme berührt. Erstes Problem steht hier, schriftliche Erlaubnis bei Haustierhaltung ganz allgemein nur mit Erlaubnis. Da würde ich sagen, spricht doch einiges dafür, dass diese Klausel schon unwirksam ist. Denn da sagt die Rechtsprechung, dass umfasst zu viele Tiere, kleinste und überhaupt nicht störende Insekten vielleicht, was weiß ich, wenn sich eine Stubenfliege hält im Glas, ja, müsste der eine Erlaubnis einholen, das muss er nicht, weil das beeinträchtigt nicht in irgendeiner Weise die Mietsache, da ist auch keinerlei Beeinträchtigung zu vermuten. Und deswegen gibt es da nicht die Möglichkeit für den Vermieter hier so eine Klausel einzubauen. Wenn diese Klausel das umfasst, so eine allgemeine Erlaubnis davon hast, ist die Klausel insgesamt unwirksam. Das bedeutet aber noch nicht, dass ich jetzt machen kann, was ich will, sondern es kommt dann immer darauf an, was ist üblich, zumutbar und so weiter. Und da würde ich hier in dem Fall ganz klar denken, das, was hier gewollt ist, da würde ich denken, das ist zumutbar. Was eins, was mich so ein bisschen irritiert hat, war diese Frage Therapiehund für die Arbeit. Ja? Dürfen Sie denn in der Wohnung auch arbeiten, müsste man sich natürlich immer fragen. Und dann ist die Frage, ob das als Argument zählt. Aber selbst wenn wir das mal weglassen mit dem Therapiehund, 40 cm groß, die Nachbarn sind alle einverstanden und hart nicht. Und es gibt keine Einschränkung, weil die Einschränkung unwirksam ist im Mietvertrag, gibt es ja keine. Ja? Gibt keine Einschränkung, würde ich denken, ja, ich würde die Erlaubnis im Zweifel einklagen. Man muss also wahrscheinlich nicht umziehen. Ich würde es nicht einfach machen, weil wenn Sie sich dann doch irren, kriegen Sie vielleicht eine fristlose Kündigung, Räumungsklage und so, ist nicht so nett. Also im Zweifel entweder den Vermieter auf Zustimmung verklagen oder, naja, im Zweifel umziehen geht natürlich immer, das ist so ein bisschen hilflos, das da lasse ich hier als Argument in meinem Blog immer nicht so gelten. Ja, das können Sie ja selber machen, brauchen ja Sie ja keinen Anwalt für Fragen. Ich würde es hier überlegen, ob mir das wert ist, dann würde ich den Vermieter verklagen, führt zu schlechter Stimmung, macht auch nicht so einen Spaß, oder dann tatsächlich, wie Sie selber sagen, umziehen. Ja, soweit. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.